So Freunde, wir sind jetzt raus aus dem Berliner Unterwelten, aus dem Bunker Gesundbrunnen. Mythos Germania habt ihr jetzt gesehen. Und nur für euch gehen wir jetzt noch darüber zu den Flak-Türmen. Und wie ihr schön sehen könnt, sind auch da, entschuldigt bitte die Windgeräusche, sind auch da viele Eisenbahnschienen, die noch aus der alten NS-Zeit sind, logischerweise. Ne? Leider sieht man von hier den Flakturm nicht, der ist jetzt da im Gebüsch. Aber wir sehen uns da ja gleich wieder und dann zeige ich euch, wie der Flakturm heute aussieht. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier am unteren Bereich der Flak-Türme. Wie ihr da gut sehen könnt, gehen jetzt da Treppen hoch. Die Männer da mit den gelben Westen gehören übrigens auch wieder zu den Berliner Unterwelten. Und die werden ja wahrscheinlich unten eine Führung machen, denn da oben kann man auch ohne Führung raufgehen. Und wie es da oben aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, dann werden wir uns mal hier die 1445 Stufen wagen hoch zu kabüsern. Mal noch jetzt, ich bin ja schon mal vor ein, zwei Jahren hoch. Ja, bin ja nur ein bisschen überheblich, das sieht man ja. Aber ich war ja ganz schön aus der Luft. Also, und das geht auch anderen hier, die nicht meinen Umfang haben. Ja, aber werden wir sehen. Nee, geht nicht. Du musst, dann kommst du wieder zu Treppen und musst immer Treppen hoch. Habe ich letztes Mal schon festgestellt. Wenn du da. Ich? Oh, 576. Treppen haben wir schon. Ne, Spaß beiseite. So viel sonst noch nicht. Wie ihr sehen könnt. Aber es sind halt noch ein paar. So, wir sind jetzt ein bisschen außer Atem auf der Ebene unter den Türmen. Da oben seht ihr die Türme, wo die Flak standen. Ja, und hier sieht man halt schon ein bisschen die Aussicht. Das sind also Flak. Flakturm 2, Flakturm 3 und Flakturm 1 und 2 gibt es ja nicht mehr. So, die Aussicht hier euch mal. 1 und 4 gibt es nicht mehr, richtig. Ja, ein schöner Blick über die Stadt. Aber der wird ja von oben noch wesentlich schöner sein. Das war, glaube ich, der Eingang, was sie gesagt hat, ne? Der Eingang, wo man dann zur Führung reinkommt. Oder war das der in der Mitte? Ich bin der Meinung, die hat gesagt, der hier. Und da war das, was du gesagt hast. Hier war das quasi. Siehst du? Genau, und es ist also doch, die Wand ist doch so hoch und doch nicht so tief in der Erde. Siehst du das? Ne? Also es. Ich bin der Meinung, das geht noch weiter tiefer. Wird wahrscheinlich auch sein, aber es ist noch eine Menge. Da waren ja unheimlich viele Fenster übereinander und die müssen ja dann die Geschosse darstellen. Ja.
Und so viele Fenster würden ja jetzt da nicht hinpassen. Na, drei würden hinpassen. Ja, aber das waren mehr als drei. Ja. Typisch Berliner Graffiti-Szene, die alles vollsprühen. So, dann stellen wir uns mal hier vor eine Treppe. Wie? Und dann erst hoch, okay. Ah. Da sieht man auch ganz starke Beschusslöcher. Ja, wie man da sieht, ist der Beton fehlt da. Hier auch, Wahnsinn. Was das für Beschuss, also was das für Granaten gewesen sein müssen. Ne? Mit Sicherheit von Flugzeugen, weil vom Boden aus in die Höhe. Nee, die richtige Flak war oben. Ja, die doppelte. Das waren die kleinen, ja. Da wieder, ganz im Beton, tiefe Dellen. Da besonders stark. Also hundertprozentig von Flugzeugen. Hier ist ganz schöner Wind. Ich hoffe nicht, dass die Windgeräusche für euch zu doll sind. Und wenn, dann muss ich mich erstmal dafür entschuldigen. Ich habe leider für die kleine Kamera nichts dabei gehabt. Hier auch wieder ganz starker Beschuss. Ich weiß nicht, ob das auf dem gut zu sehen ist. Ungefähr da. Da, das ist ein richtiges Loch. Ja. Hier in südlicher Richtung Berlin. Da geht es Richtung Steglitz. Da westliche Richtung und da nördliche Richtung. So. Zu den Flakturmführungen. Na, das tun wir jetzt gerade mit euch. Und ja, mal gucken, hier ist noch eine Treppe, die müsste ja da hochführen. Dann ist das hier ein Buschweg. So, hier ist ein Stromgenerator, ist ja auch komisch, ein Stromgenerator, ach, die werden ja heute Abend Party machen, deswegen machen sie ein Regendach hier gerade fest. So. So, die letzten Stufen zum Flakturm B. Ja, jetzt sind wir auf dem Flakturm B. Wahnsinn. Hier standen früher die Flaks drinne und das wurde sicherlich alles später erst so gebaut. Da drüben ist der andere Flakturm. Da gehen wir bestimmt auch noch rüber.
verhelfen, tut mir leid. Aber es ist herrlich, war mit der untergehenden Sonne. Das sieht sogar auf der Kamera besser aus wie in Esch. Da unten an dem Haus steht Antifa-Kiez. So, wir sind jetzt rüber zum anderen Flakturm. Den Weg haben wir genommen. Und hier ist jetzt Flakturm C. Hier steht eine Skulptur drauf. Mahnmal der Einheit Deutschland. Okay. Wunderschöner Himmel heute mit tollen Wolken. Mal keine Linien am Himmel. Die schöne Herbstsonne, also ich liebe den Herbst. Seit ungefähr anderthalb Wochen beginnt jetzt der Herbst bei uns hier in Berlin. Davor war es noch ziemlich warm. Ja. Zeige, sieht man das Märkische Viertel. Die Gesundbrunnengleise. Der Ausblick ist echt herrlich. Ja, da stand früher die Flak vom C-Turm, wo heute das Mahnmal der Einheit steht. Gesundbrunn Center. Ich wusste gar nicht, dass wir da hinten so viele Stromwindräder haben. Das ist ja ein Ding. Da hinten. Ach so. Wie hieß der Berg, den du da meintest? Arkenberge, die beiden da hinten. Ja. Ich versuche das gerade auf der Kamera zu zeigen.
So Leute, das waren die Flaktürme hier in Berlin-Gesundbrunn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt nochmal den Weg nach unten, ist ja Quatsch, denn der Weg nach oben ist derselbe Weg wie nach unten. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Und ich hoffe, es war toll, unterhaltsam, und wir sehen uns wieder. Bis im nächsten Video. Macht's gut, meine lieben Freunde.